Ilica in der Türkei. Als Reaktion auf die durch die Inflation massiv steigenden Obst- und Gemüsepreise im Lieblingsurlaubsland der Wolnis hat die Großfamilie beschlossen, sich mit dem nahrhaften Grünzeug künftig selbst zu versorgen. Das perfekte Feld in der Nachbarschaft des Ferienhauses ist gefunden. Die Setzlinge für Kräuter und Gemüse sind gekauft. Heute geht das Kapitel Selbstversorger in die erste Runde. Silvia, was machst du hier? Hast du ein bisschen Öl und Essig, Salz und Pfeffer? Wofür? Du bist das jetzt nicht ernsthaft am Essen, oder? Junge, du kannst dir nicht vorstellen. Das ist so ein Gaumenbetäubung. Das ist... Betäubung oder Schmaus? Das betäubt da drin alles, weil es frischer als frisch ist. Also, frischer kann man gar nicht essen. Silvia, wir brauchen aber noch die Setzlinge. Das muss doch erst mal wachsen. Das ist doch alles zu klein. Ich dachte, das kann man jetzt so vertilgen schon. Ja, jetzt kann man das auch schon essen, aber das ist ja für einen hohlen Zahn. Morgen gehe ich normalerweise hin. Wenn ich mir die Zähne geputzt habe, tue ich noch eine Mundtusche machen mit Mentholgeschmack. Das habe ich gerade hier, guck mal, so Peter. Kannst du mit der Minze machen, gleich hat die Minze keine Blätter mehr. Genau. Silvia, das reicht jetzt. Ach komm, Silvia, gib mir das. Ey. Das hat ja alles keinen Sinn. So, die brauchen wir noch. Das ist fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, und jetzt haut ihr damit ab. Ja, komm, das muss weg. Das müssen wir nachher noch haben. Ne? So, komm, Servet, lass uns mal zum Acker gehen. Lass uns mal die ersten Vorbereitungen machen. Genau. Aber bitte mach mal Finger weg, ne? Ja, also ich muss sagen, ich freue mich jetzt, dass die Jungs englischen Feld gefunden haben. Und das, noch keine 5 Minuten von hier. Ich kann auf Deutsch gesagt vom Balkon aus dahin spucken. Das ist optimal. Silvia ist seit vielen Jahren immer wieder in der Türkei zu Gast. Die saftigen Preise beim letzten Wochenmarkteinkauf haben den Sparfuchs umgehauen. Ah, guck mal, hier kriegen wir noch Tomaten für 25, da drüben waren die 35. Und überleg mal, vor ein paar Wochen haben wir die noch für 15 gekriegt. Ja, als ich dann hier in die Türkei wieder zurückkam, nach ein paar Wochen Aufenthalt in Deutschland, ist mir das extrem aufgefallen, auch dass hier die Preise ziemlich hochgegangen sind. Was liegt an die nächsten Tage? Ja, wir haben die nächsten 2 bis 3 Tage haben wir auf jeden Fall Arbeit zu tun. Wir versuchen jetzt innerhalb von 2 Tagen jetzt irgendwie mal so ein kleines Stück von diesem Acker umzugraben, dass wir dementsprechend da auch die Setzlinge hinbekommen und die Samen. Ja, und dann wird gepflanzt. Und dann kann alles wachsen und gedeihen. Aber Leute, geht hin, nehmt euch was zu trinken mit. Fängt langsam an, die Sonne zu knallen, ne? Ja, der Planet fängt langsam an zu brennen. Ja. Gut. Attacke, auf die Plätze, fertig und los. Dann sag ich mal bis später. Bis später. Viel Erfolg. Ja, aber nicht mehr knabbern, Silvia, ne? Mm-mm. Es reicht. Wir haben jetzt vor, zum Feld zu fahren. Es hat jetzt letzte Nacht sehr stark geregnet. Das wurde zwar hartes Brot mit der Erde, die aufzuarbeiten, aber ja, wir sind zuversichtlich. Wir haben heute Morgen gut gefrühstückt. Ran an den Speck. Ach, egal, ich sehe uns in 3 Tagen da pflanzen. Attacke. Ja. Damit die Bepflanzungsaktion gelingt, ist es zentral, dass die Hausälteste den Konsum der grünen Blättchen ab sofort durch lecker Kaugummi ersetzt. Silvia, warte, ich hab Autoschlüssel vergessen. Silvia, was machst du jetzt schon wieder da? Was denn? Ich wollte nur gucken. Komm, leg dich jetzt dahin, leg dich in die Sonne, es reicht jetzt. Sonst sollen wir wirklich die mitnehmen, Peter? Sonst müssen wir die gleich wirklich mitnehmen. Soll ich die ein bisschen gießen, dann wachsen die schneller? Nein, lass es bitte. Das ist so gut. Ich häng meine Wäsche ab. Ich geh da nicht mehr dran, Servet. Aber das ist wirklich gut. Frische Minze, direkt vom Strauch. Ja, Mama, ich weiß, aber wir müssen das mal pflanzen, damit wir davon auch mehr haben. Ja, dann mach mal. Ja. Warum stehst du denn hier? Dann geh pflanzen. Ach nee, ole, ole. Ja, jetzt mir geht's ohne Sorgen hier wegfahren. Komm mal, Canak. Yalla. Auf geht's zum neuen Acker, den die Wolnis von einem Bekannten von Servets Mama Leila gepachtet haben. Beim Anblick der Wiese werden die Jungs fast emotional. Ach, Servet, das ist unser Stück Land. Genau, das ist unser Land, Bruder. Gurken, Tomaten. Wassermelone. Ja.
Wir hoffen natürlich, dass das Feld so anläuft, wie wir uns das jetzt aktuell vorstellen, dass dementsprechend die Pflanzen ruckzuck groß werden, dass wir halt ernten können und dass wir halt so ein bisschen auf Selbstversorger die Schiene fahren. Tja, dann fang mal an zu buddeln, Peter. Grob, diese Parzelle wartet aufs Umgraben. Man darf gespannt sein, wie der spatenlose Servet sich einbringen kann. So, das ist der erste Spatenstich. Und jetzt können wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sagen wir so. Würde ich von hier anfangen, Peter, hier. Let's go! So, das wird gebuckelt. Hättest du das gewusst, hätten wir direkt zwei Spaten kaufen können. Ja, habe ich ja gesagt. Wir haben uns auf jeden Fall überschätzt bei der Sparmaßnahme. Einen Spaten zu kaufen war total Quatsch eigentlich, weil ja, Abwechslung ist eigentlich nicht verkehrt, aber wenn wir zu zweit einfach durchklotzen, dann geht das eigentlich viel schneller. Ja, egal. Wir halten uns fit. Trotz Werkzeugmangel geben die Jungbauern heute alles. Ja, es fühlt sich auf jeden Fall gut an, so auf dem eigenen Feld, so die ersten Spatenstiche. So Stück für Stück kommt man irgendwie das Ziel immer näher. Wichtig ist, dass wir jetzt so das Feld erstmal haben, ne? Und hier schon mal ein bisschen anfangen können zu arbeiten. Ein paar Minuten später wird die Euphorie herbe gebremst. Scheiße. Tropft. Peter. Tropft? Regen. Ich hab gedacht, das ist mein Schweiß von der Stirn. Nein. Ja. Regen. Boah, wenn ich überlege, früher habe ich im strömenden Regen gearbeitet. Jetzt macht er sich bei so ein paar Tröpkes ins Hemd. Was ist denn los? Ja, Peter, ich habe richtig Angst vor dem Blitz. Guck mal, und jetzt kommt. Warum hast du Angst vor Blitz? Ja, Peter, meine Cousine ist auch vom Blitz getroffen. Ne? Ich habe wirklich keine Bock. Alter. Warum hältst du? Wieso schmeißt du es weg? Ja, da ist Eisen da drauf. Du musst immer so schön laufen. Das ist ja gleich. Das ist gleich kriegst du eins und dann zeigst. Ja, komm. Das ist gut. So, ich gehe schon mal vor, Peter, okay? Ja, wir sehen uns. Bis gleich. Ja. Nehmt auch diese Dings hier? Ja, ich mach mit. Ich mach die Reihe fertig. Dann komm ich. Junge. Was für eine Mimi, ey. Ich weiß auch nicht, was bei Servet los ist. Der grummelt einmal so ein bisschen am Himmel. Da hat er direkt Angst, dass er vom Blitz getroffen werden kann. Das ist Wahnsinn, der hört nicht auf. Das Regen kommt und blitzt die ganze Zeit. Peter! Jalla! Bei mich! Es ist gefährlich, Mann! Ah ja, komm! Es hat geblitzt und bin ich direkt hier hingekommen. Ich muss mich safe machen. Ne? Ich habe Angst vor dem Blitz, weil meine Cousine ist einmal davon getroffen. Ne, das will ich nicht, habe ich keine Bock. Ich habe Kind und Frau. Ne. Schmeiß doch die Sachen! Es donnert, wenn Blitz kommt, du bist tot, Mann! Ach, Savage, stell dich nicht so an, mein Gott. Alles wird gut. Schmeiß doch die Sachen weg! Nein! So schlimm ist das jetzt auch nicht. Warum sitzt du denn schon im Auto? Ja, meinst du, stehe ich da draußen und dann krieg ich eine Blitzer und Ein Blitzer? Dir macht das echt keinen Spaß mehr. Komm doch, lass uns fahren. Junge. Ey, ruhig. Ja, es gibt keine ruhig. Gib Gas, jalla. Ruhig. Safety first. Die Jungs brechen die Ackerarbeiten ab. Es hat keinen Spaß gemacht, war anstrengend, obwohl wir haben nicht so viel geschafft. Und Regen, Donner, keine Bock. Also, mir hat schon Spaß gemacht, aber mit dir, das macht keinen Spaß. Nee. Junge. Stell ich mich nicht unter Regen und plus wenn dazu donnert. Nee. Dann donnert es ein, zwei Mal, dann scheiße, dass ich direkt in die Bumse. Peter, ich hab Kind und Frau. Ja, ich auch. Und? Mensch. Muss auf jeden Fall morgen besser laufen. Ja, wenn das Wetter gut ist, ich bin dabei. Aber wenn wieder so Donner ist, ganz vergessen. Dann ist das so. Sag ich dir direkt. Ah ja, Attacke. Das wäre jetzt dann. Ja. Ilica in der Türkei. Hier kommen die Wolnis. Sie wollen Peter und Servet besuchen, die eigentlich dabei sein wollten, den frisch gepachteten Gemüseacker der Großfamilie umzugraben. Psch, ey! Ey, leise! Guck mal, die machen Haja. Du machst das jetzt beim Onkel, was ich hier mache. Hey, Mori, lauf mal zum Papa, mach wa. Wa!
Hey Leute, ich denke, ihr seid hier am Arbeiten. Morgen. Hallo, mein Schatz. Hey, mein Schatz. Ach so, so sieht das also aus. Und ja. Abends komm und sag, mir tut das Kreuz weh. Mir tut jetzt auch das Kreuz weh. Mach doch mal eine Reihe, Silvia. Wir müssen Energie tanken. Ja, weißt du, wie anstrengend das ist? Komm, mach einmal. Nee, ihr wollt das doch unbedingt machen. Nein, liegen lassen. Nee, ihr wollt das doch unbedingt machen. Da braucht ihr aber nicht so schlafen. In den letzten zwei Tagen, was ich jetzt da sehe, hat ja gar nicht viel getan. Fällt nicht viel auf, ne? Das fällt nicht viel auf, weil es eben so groß ist, ne? Also, die sitzen da und chillen und trinken sich ihren Chai, ne? Wann wollt ihr jetzt anfangen, hier mit die Setzlinge zu setzen? Gedanklich heute, aber zeitlich in zwei Tagen. Das ist ja hier erstmal noch alles aufarbeiten. Ja, wenn ihr hier nur chillt. Ja, das ist halt der erste Step, ne? Ja, halt, die Handarbeiten dauern immer halt am längsten. Wie groß soll das Feld eigentlich werden? Was habt ihr vor? Alles abgesteckt. Ach, da? Okay. Ja, Silvia hat auf jeden Fall ein Stück Acker von Bekannten von Savits Mama gepachtet. Und das sind ungefähr so, ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenfeld, sage ich jetzt einfach mal. Und davon haben wir jetzt 50 Quadratmeter, wollen wir halt aufarbeiten. Ja, wir haben dann halt natürlich nach einer super Sparmaßnahme gegriffen und haben nur einen Spaten gekauft, was sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass die Idee nicht so cool war. Ja, ein Spaten ist ja auch blöd, ne? Dann hättet ihr noch gucken müssen, dass ihr noch einen kriegt, ne? Dann könntet ihr ja gegenseitig entgegenarbeiten. Ja, wir haben irgendwie am falschen Ende gespart. Also ich muss sagen, das ist schon riesig hier und ich denke schon, dass sie sich auf jeden Fall übernehmen, wenn die das alles per Hand umbuddeln wollen hier. Ich glaube nicht, dass sie das hinbekommen. Also, es weiß ja jeder, ich bin ein Sparfuchs. Ja, aber man sollte nicht am falschen Ende sparen. Und wie kann man Gemüsebauer werden? Ja, mit nur einem Spaten und mit Hände, mit zwei Leuten, das schüttelt nur mit dem Kopf. Also, da sich durchzubuddeln, das funktioniert nicht. Ja, Jungs, ich würde sagen, macht mal weiter, denn morgen ist der Herr hier ein bisschen out of order hier, weil wir morgen das Kostüm für Aurelio kaufen müssen. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Also bin ich morgen denn hier alleine oder was? Ja. Deswegen lasst euch nicht zu viel Zeit. Ja, auf jeden Fall nicht den ganzen Tag. Danach setzen wir direkt hier wieder ab. Servet geht jetzt mal zum Baumarkt und ich mach so lange weiter. Und du besorgst noch einen Spaten. Genau. Gut. Leute, kommt, lasst uns mal gehen.